Dankeschön. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon ein bisschen Ausdruck des Tatendrangs eines Mitglieds einer Mehrheitsfraktion, Herr Kollege Spiering, wenn Sie auf Ihre Rede schließen mit den Worten, naja, es ist halt, wie es ist. Also weniger Gestaltungsanspruch an sich selber zu stellen, habe ich in diesem Hohen Hause bislang selten erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber zur Sache. Aber zur Sache. Es steht völlig außer Frage, dass Rauchen der Gesundheit nicht förderlich ist. Es gibt keine ernstzunehmende Studie in der ganzen Welt, die das in Abrede stellen würde. Und es ist nicht nur frustrierend, sondern es ist sehr traurig, wenn Menschen durch den Genuss von Zigaretten und von Tabak viel früher sterben und Krankheiten erleiden, Lungenkrebs und viele andere mehr, durch die sie viel früher sterben, als es eigentlich vom lieben Gott vielleicht vorgesehen gewesen wäre. Aber vieles in unserer Gesellschaft kann unbestritten zu Erkrankungen führen. Alkohol kann Herzinfarkte befördern, Süßigkeiten können bei zu wenig Bewegung zu Fettleibigkeit führen, zu Diabetes führen und vielen anderen Dingen mehr. Meine Damen und Herren, keine andere Branche unterliegt aber schon jetzt derart strengen Vorgaben wie die Werbung für Tabak. Kein Autohersteller wird gezwungen, die Fotos von Unfallopfern auf seinen Produkten abzubilden. Und meine Damen und Herren, Spirituosenhersteller sind auch nicht gehalten, auf der Schnapsflasche das Foto und das Abbild eines Alkoholabhängigen abzudrucken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für Tabak gelten genau solche Vorgaben bereits jetzt. Keine Werbung im Fernsehen oder Radio. Auf jeder Zigarettenschachtel müssen Ekelfotos abgedruckt werden. Ich sage Ihnen eins, dass Rauchen ungesund ist. Das weiß in Deutschland jedes Kind. Aber wenn eine Gefahr hinreichend bekannt ist, wie zum Beispiel Rotwein trinken, verzehrt von Süßigkeiten und auch beim Rauchen, dann ist es irgendwann auch Aufgabe des Verbrauchers, selber für sich zu entscheiden, ob er eben einen individuellen Gewinn, ein Mehr an Lebensqualität haben will, indem er eben seiner Sucht frönt, meine Damen und Herren, oder ob er statistisch eben bereit ist, dann auf eine gewisse Zeit Leben zu verzichten. Das ist eine Frage, die jeder Verbraucher und jeder mündige Bürger für sich selber entscheiden muss. Und deswegen appelliere ich an die Grünen und an die Linken, die diese Anträge hier heute einbringen, und gerne auch an den Kollegen Spiering, hören Sie bitte endlich auf, zu glauben, Sie könnten die Menschen erziehen zu der Haltung und zu der Lebenseinstellung, die Sie gerne möchten, die Sie von Ihnen gerne abverlangen. Hören Sie auf, die Übermutter oder den Übervater zu spielen, der mit Strafsteuern verboten und immer wieder auch demoralisierenden, erhobenen Zeigefinger 80 Millionen Menschen in Deutschland zu einer bestimmten Lebensweise erziehen will, die er vielleicht überhaupt nicht anstrebt. Und ich sage es Ihnen ganz ausdrücklich, niemand auf dieser Welt weiß, was mich glücklich macht, besser als ich selber. Und nach dieser Maxime sollten Sie künftig auch Ihre Politik gestalten, meine Damen und Herren. Und ich darf das mit der freundlichen Erlaubnis des Präsidenten sagen. Wolfgang Kubicki ist bekennender Schokoladenesser und Rotweintrinker. Mein Büroleiter im Wahlkreisbüro raucht viel zu viel. Und ich selber habe in den vergangenen Wochen bei dem guten Wetter viele hundert Kilometer mit meinem Motorrad über die norddeutschen Landstraßen zurückgelegt. Und wir alle wissen, dass all diese Aktivitäten sofort früher, später, mittel- oder unmittelbar zu Gefahren führen können, zu Verletzungen führen können, vielleicht sogar zum Tod führen können. Wir wissen dies und 80 Millionen Menschen in Deutschland wissen das auch. Deswegen appelliere ich an Sie, überlassen Sie es uns und den Menschen die Entscheidung, ob wir ein längeres Leben, liebe Grüne, mit Rhabarber-Tee, Batik-T-Shirt, Stuhlkreis oder grüner Political Correctness führen wollen, oder ob wir ein nach unserer Vorstellung freudvolles, aber vielleicht dafür statistisch mit kürzerer Lebenszeit versehenes Leben führen wollen, aber dafür nichts auslassen, was Freude macht. Und wenn Raucher gerne rauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sollen sie dies tun. Und dann ist es nicht ihre Aufgabe, diese Menschen zu erziehen. Und mein letzter Satz. Ja, das ist auch der letzte Satz. Der letzte Satz. Mein letzter Satz, wenn Sie mir einen Gefallen tun möchten von Grünen und Linken, möchte ich Ihnen eins sagen. Ich möchte gerne wissen, wie Sie diesen Zwiespalt überwinden wollen, dass Sie auf der einen Seite, das ist der letzte Satz, auf der einen Seite die Legalisierung von Cannabis und Marihuana fordern, wir übrigens auch, auf der anderen Seite aber Zigarettenrauch verbieten wollen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das erklären könnten, entweder noch heute Abend oder gerne auch beim Bier nach einer Theke. Vielen Dank.
Herr Kollege Dr. Hocker, wenn Sie schon ankündigen, es sei der letzte Satz, dann ist es dann auch der letzte Satz. Ich kann leider das Mikrofon hier nicht ausschalten, das werde ich noch mal ändern, aber das ist klar. Aber dass Sie auch meine Figur in Ihrer Rede angespielt haben, wird noch Konsequenzen haben. Als nächstes für die Fraktion Die Linke der Kollege Niemeyer-Moffassert.